Servus, Scrambler-Aufbau. Heute als allererstes nehmen wir die Wasserkühlung ab, weil ich will mir das nochmal mit dem Tank genau angucken. Viele haben ja geschrieben, der Tank wäre zu klein. Der Meinung bin ich nicht. Ich denke einfach nur, das Motorrad ist zu groß. Und wie ich das genau meine, werdet ihr dann sehen. Aber zuerst muss die Wasserkühlung weg. Wenn ich solche Sachen demontiere, versuche ich immer nach System zu demontieren. Jetzt versuche ich zuerst elektrisch zu trennen, dann das Wasser halt abzulassen und die Schläuche zu trennen. Und dann erst mache ich die Schraube auf, um das Ding halt abzunehmen. So, und damit fangen wir jetzt an. Elektrisch zu trennen ist ja relativ einfach. Das ist ja in dem Fall jetzt nur der Ventilator und die Temperaturmessung, glaube ich, hat er. Und das machen wir jetzt zuerst. Ja, das relativ übersichtlich. Hier haben wir den Temperaturfühler, das sitzt da unten. Das da unten, ist das ein Stecker? Ja, ist einer. Der ist schon mal ab. Und hier muss ich jetzt gucken, wo die Leitung lang geht. Und wo der Stecker sitzt. Der Stecker sitzt natürlich genau unterm Schlauch. Der Kabelbinder hier wieder auf. Ja, habe ich mir schon gedacht, da komme ich von der Seite besser dran. Also der Ventilator wäre jetzt auch getrennt. Und was ist das hier noch? Ah, das war der. Was ich jetzt mache, weil ich nicht genau weiß, was ich alles von der Elektrik auseinandernehme und dass ich später nicht so lange brauche, bis ich alles wieder zuordne, mache ich mir kleine Zettel. Dann brauche ich nämlich später auch nicht direkt zu gucken. Dann habe ich hier auf Kreppband draufstehen und kann die Stecker besser zuordnen. So, das brauche ich natürlich nicht zu beschriften, da sehe ich schon, wo es herkommt. Und da ist Wassertemp. So, elektrisch hätte man getrennt. Jetzt gehe ich an die Wasserschläuche ran. Die mache ich am besten direkt an der Pumpe ab. Das ist jetzt, der geht wieder in den Motorblock. Das ist die Seite hier. Eieiei. Dass ich jetzt Probleme habe, Wand runterzustellen. Wenn so Schläuche 20 Jahre lang drauf sind, dann gehen die meistens unheimlich schwer runter. Und deswegen können wir da mit einem kleinen Trick arbeiten. Und zwar, indem man hier einen feinen Schraubenzieher einfach drunter schiebt. Und sobald er drunter ist, mit Silikonspray mal kurz reinsprühen. So. Normal muss man nur noch einen Moment warten und dann löst er sich von selbst. Jetzt sieht man schon, dass das Wasser anfängt zu laufen. Und da hört man auch schon, dass der relativ fest gesessen hat. Aber wenn man jetzt so ein bisschen rummacht. Jetzt muss ich da vorsichtig sein. Schon mache ich mir da mal Sauerei. Ich lasse jetzt erstmal das Wasser langsam rauslaufen. Also hier drunter habe ich eine Wanne stehen, das seht ihr noch nicht. Was ich jetzt noch mache, damit es da unten besser weglaufen kann, dass ich oben den Deckel öffne vom Kühler. Dann kann das System halt Luft ziehen und dann läuft es recht schneller weg. Während das jetzt gemütlich auf der Seite wegläuft, kann ich schon wieder auf die andere Seite gehen und die Schläuche am Kühler schon wechseln, weil bis wir die gelöst haben, ist es auf der Seite schon so leer, dass der Kühler schon wasserleer ist. So, jetzt der Schlauch gelöst, muss man eigentlich nur abziehen können. Das ist komplett los. Gut. Auf den ersten Blick für mich sitzt der Kühler nur an den zwei Schrauben, also einmal hier und einmal hier unten. Jetzt löse ich mal die obere Schraube und gucke, ob das wirklich wahr ist. Nee, irgendwo ist er noch fest. Natürlich waren die zwei Schrauben, die auf der Vorderseite waren, nicht wirklich alle. Die haben dummerweise eine Schraube direkt hinter dem Ventilator gesetzt, so dass ich jetzt den ganzen Ventilator abschrauben muss, um an diese Schraube ranzukommen, weil ich sehe jetzt momentan ohne größere Aktion. Ja gut, ich könnte auch hier so mit dem Schlüssel ein bisschen rummachen, aber ich glaube, das geht schneller, wenn ich den Ventilator abschraube. Okay.
Also jetzt ist er lose, was ich jetzt natürlich wie immer gleich wieder drauf mache, dass ich den Ventilator gerade so handfest wieder hier festschraube. Da muss ich nämlich weder Schraube noch Teile noch sonst irgendwas suchen. Das mit Schraube suchen war jetzt gerade ein gutes Stichwort. Ah, die hängt da oben schon, okay. Genauso wie die Schraube, wo der Kühler dran gesessen war, die mache ich mir vorerst wieder da in der Rahmen, wo sie waren. Jetzt entferne ich noch den Schlauch hier komplett, weil der sitzt auf dem. Eieiei, jetzt habe ich wieder einen derischen Schlüssel. Der sitzt am Thermostatgehäuse und war oben am Kühler. Und der könnte mich aber gleich richtig stören und deswegen mache ich mal gleich weg. Und da kommen eh andere Schläuche dran wahrscheinlich. Da steht noch Brühe drin. Ein fingerneuer Stecker. Ich will jetzt noch mal den Tank draufsetzen und zwar will ich versuchen, den ein Stückchen weiter vorzusetzen und zu gucken, wie er dann aussieht. Und da ist mir noch das Teil hier im Weg. Das ist so aus Blech, ein Schutz für die Kabelbaum. Und dann machen wir jetzt mal ab. Ich habe die ganze Zeit gedacht, der wäre angepunktet, aber jetzt, wo die Wasserkühlung weg ist, sehe ich, dass der auch nur verschraubt ist, was mir ziemlich entgegenkommt. Und ich glaube, so werde ich ihn montieren, weil so gefällt er mir am allerbesten. Was jetzt ein bisschen schade ist, da hinten hätte ich eine ideale Halterung gehabt. Und ich rücke jetzt den Tank verdammt weit vor, sprich er ist jetzt gar nicht mehr am Heckrahmen verschraubt. Jetzt werde ich wahrscheinlich mir hier eine Halterung bauen, das zuerst. Das ist ja noch relativ einfach. Und dann werde ich gucken, wie ich die Halterung vorne mache. Jetzt gucken wir mal mit dem Lenkeranschlag. Ja, das passt auch. Also das war das, was ich gemeint habe, dass der Tank nicht zu klein ist für das Motorrad, sondern dass eigentlich das Motorrad zu groß ist, weil ihr müsst euch jetzt vorstellen, dass ich auch den Heckraum hier hinten ja sowieso kürze und zwar anständiges Stück und dann passt das eigentlich alles ziemlich gut. Man sitzt dann halt viel weiter vorne auf dem Bike. Ja, da muss man mal gucken mit dem hinteren Federbein, dass das dann in dem Moment zu hart wird und die vordere Gabel zu weich. Aber das glaube ich eher nicht. Das ist ja nur, das sind ja jetzt, sag jetzt mal, ein paar Zentimeter, so 12 cm, wo man dann weiter vorne sitzt. Da kann ich mir jetzt überlegen, wie ich die Halterung baue. Dann mache ich, schweiße ich da gerade ein Flacheisen drauf. Ich habe jetzt gerade so Flacheisen gemacht mit zwei Bohrungen, wo ich M6 Gewinde reingeschnitten habe. Und das Flacheisen habe ich eigentlich vor, hier auf der Rahmen zu schweißen. Was ich gerade im Moment gucke, ist, ob der Winkel stimmt. Wenn ich das aber so mache, also als allererstes werde ich das Flacheisen anpunkten, aber dann steht eigentlich fest, dass ich vorne nicht mehr genug Platz habe, zumindest mal um die Feldflasche dort zu befestigen, wo ich sie ursprünglich befestigen wollte. Aber das mit der Wasserkühlung könnte sich auch eh noch ein klein bisschen ändern. Deswegen ist es auch jetzt nicht so tragisch. Ich werde es erstmal anpunkten. Nur halt, was logischerweise nicht passt, ist, dass ich das Flacheisen einfach so drauf schweiße. Das muss schon, die Neigung von dem Rohr stimmt halt nicht und ich muss das Flacheisen ungefähr in dem Winkel drauf schweiße, wo die Halterung hier hat. Und das muss ich jetzt irgendwie so rumspielen. Bevor ich das Ganze mache und da mit der Flex auch ein bisschen blank mache, mache ich jetzt direkt unten drunter den Vergaser weg und hänge gerade zur Seite, mache da Einsaugstutze, stopfe ich gerade was rein, dass da nicht so viel Späne oder sowas reinfallen und dass der Vergaser jetzt auch nicht mit irgendwelchen Schleifzeug in Berührung kommt. Oh, das war glaube ich sogar übertriebene Maßnahme. Da ist es doch besser rausgegangen, wie ich gedacht habe. Eieiei, was denn das? Da hat zwei Gaszüge drin. Was ist? Ach, das ist der Choke. Da habe ich ja jetzt gar keine Lust drauf, den noch zu lösen. Da spare ich mir das erstmal. Da eine Tüte drüber hängen und da Papier reinstopfen. Dann ist das gut so. Jetzt gucke ich nochmal mit dem Winkel. Weil es ist besser bei so Sachen, zwei, dreimal zu gucken,
Bevor ich das jetzt dran punkte, mache ich noch ein klein bisschen die Ecke rund. Und dann sieht es ein bisschen besser aus. Ich mache jetzt doch erstmal den Heckrahmen ab, weil der stört mich jetzt bei der ganzen Aktion. Für was man viel länger Zeit braucht wie für Schweiße, ist das Ausrichten von dem ganzen Kram. Weil da will man natürlich vermeiden. Erstens mal ist es auf dem Rundrohr ein bisschen schwierig, Flacheis auszurichten. Und dann will man halt vermeiden, dass das Ganze krumm ist. Da habe ich erst mal den Rahmen ausrichten müssen, weil der auch nicht so 100% an dem, auf dem Motorradhebe gerade gestanden hat. Und jetzt richte ich gerade das Metallstück aus. Ich habe natürlich in das Flacheisen vorher vorne so Kuhle eingefeilt, dass das vorne ein klein bisschen mehr Auflagefläche hat zum Rahmen hin. Bei so Sachen aber auch wirklich Zeit nehmen und nicht die Geduld verlieren. Weil sonst ärgert man sich später. Und worauf ich auch achten muss, ist, dass ich es jetzt nicht mit dem Schweißpistol beim ersten Punkt verschiebe. Also direkt, wenn ich die erste, ich heft das erstmal an. Und direkt, wenn ich den ersten Schweißpunkt gesetzt habe, messe ich erst noch einmal nach. Und wenn nicht ungeduldig und schweiße alles durch. Jetzt müsste es richtig ausgerichtet sein. Am längsten habe ich tatsächlich gebraucht, nicht für das auszurichten, sondern für den Rahmen auf dem Motorradständer auszurichten, dass der genau im Wasser steht. Aber jetzt wird endlich geschweißt. Masse habe ich schon angeschlossen. Jetzt muss ich noch das Schweißgerät anschalten und einstellen. Da schwenke ich aber jetzt wieder um auf die andere Kamera. Mit der hinteren Halterung bin ich jetzt fertig mit dem Schweißen. Die hat sich auch schön alle Regenbogenfarbe verfärbt. Und ich habe jetzt auch schon mit der Taschenlampe innen reingeguckt. Da sieht man auch schön, dass die Schweißnaht durchgegangen ist. Also durch das komplette Rohr. Es war fast schon ein Ticket zu heiß. Oder nicht zu heiß, zu viel Strom, was ich da drauf gegeben habe. Ursprünglich wollte ich ja noch da auf beide Seiten so Verstärkungen neu machen. Aber ich habe eben schon da mit der Zange ein bisschen rumgespielt. Ich glaube, das Ding ist so stark, da, das geht meinem Leben nicht runter. Also da brauche ich keine Angst zu haben, da reißt nichts ab. Jetzt lasse ich es halt abkühlen und wenn es abgekühlt ist, dann gehe ich gleich vorne an die Tankhalterung. Und wenn dann der Tank richtig drauf sitzt, dann kann ich mir davon viel besser ein Bild machen. Natürlich sieht es jetzt aus wie ein Fremdkörper da oben drauf. Das sieht man aber, wenn der Tank drauf ist, nicht mehr. Geht an der Stelle gar nicht anders, weil es halt, wie schon gesagt, wenn jetzt da so ein Heckrahmen wäre oder wenn hier schon der Heckrahmen, oh, da ist es auch noch heiß, wenn hier schon der Heckrahmen beginnen würde, dann würde es gar nicht so wirken, aber dadurch, dass der Tank halt ich jetzt noch ganz schönes Stückchen weiter nach vorne gesetzt habe, sieht es halt ein bisschen komisch aus jetzt an der Stelle. Aber mit Tank drauf wird man das nicht mehr sehen, nur muss die Sitzbank halt auch dementsprechend weiter vorne beginnen. Die Hintertankhalterung ist abgekühlt und ich habe auch jetzt schon den Tank mit der Originalgummiteile vom Originaltank hier hinten verschraubt, um zu gucken, wo ich die vordere Tankhalterung anbringen muss. Jetzt ist mir aufgefallen, dass der Tank doch schon relativ von dem Rahmen hier abhebt. Ich bin mal gespannt, wie das später aussieht, wenn der Originalrahmen dran ist. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Gummiteile hier, also hier sind sie relativ dünn, aber auf der anderen Seite haben die fast 1,5 cm. Wenn nicht, muss man halt dünnere Gummiteile holen, weil das habe ich jetzt natürlich nicht einberechnet. Das wäre auch eigentlich auch nicht anders da gegangen, die Tankhalterung hier festzumachen. Deswegen ist es soweit okay. Wenn nicht, müssen da einfach nur dünnere Gummis rein und dann passt das schon. Jetzt gucke ich mir aber erstmal an, wo genau ich vorne hin muss. Also ich habe da was gesehen, das wäre schön, wenn ich das nutzen könnte. Und muss ein bisschen höher. Ja, da wird jetzt nicht höher. So. Nee. Leider kann ich das, was ich wollte, nicht nutzen. Ich markiere mir das jetzt auf beide Seiten und guck mal, wie gut es übereinstimmt.
Hier mache ich mir es jetzt einfach. Ich habe erst gedacht, ich könnte das Loch hier benutzen. Das wäre schön gewesen, weil das komplett durch die ganze Verstärkung hier durchgeht. Also durch die Versteifung hier meine ich. Und auf der anderen Seite, da kann man durchgucken. Da, wo jetzt der Eddingpunkt ist, da muss es hin. Und ich mache jetzt eigentlich nichts anderes, wie dass ich hier und auf der anderen Seite ein Loch durchbohre. Wahrscheinlich werde ich sogar von hier aus komplett durchgehen. Und werde dann Rundeise dadurch schiebe und das mit zwei Schweißpunkten auf beide Seiten festmache. Und auf das Rundeise drauf kommt dann halt ein Gummistück, wo in die Tankhalterung reingeht. Und dann hätte ich vorne und hinten die Tankhalterung schon erledigt und hätte Tank auch so sitzen, wie ich will. Und dann kann ich gucken, wie ich der ganze Elektrik-Scheiß irgendwo im Rahmen versteckt, beziehungsweise ein paar Sachen werde ich auch in der Heckrahme machen. Natürlich nicht die Zündspule oder irgend sowas. Was habe ich vergessen? Schutzbrille. Sollte man tragen, wenn man sowas macht. Ich habe mir 8 mm Rundstahl jetzt auf die Länge, die ich möchte, gekürzt und habe das auch komplett blank geschliffen. Das kann man ganz normal im Baumarkt kaufen. Sind so 50 cm Stücke oder Meter Stücke und 2 Meter Stücke gibt es da. Ist auch ziemlich günstig. Ich habe das für extra ein bisschen schmäler gemacht. Hier seht ihr die Originalhalterung an dem Tank hier. Und ich habe jetzt links und rechts, sagen wir mal, 3 mm Platz, dass ich halt auch noch schön Gummi drumherum machen kann. Und die Originalgummilager von dem Originaltank kann ich nicht benutzen, weil die sind wesentlich größer. Die waren ja auch ursprünglich am Rahmen hier gesessen. Jetzt werde ich mir erstmal Professorium für heute basteln. Also ich werde ein bisschen Gummi drumherum machen und ein bisschen Klebeband. Und wenn man dann im Baumarkt was suche, was ich so umschneiden kann, damit es da drauf passt. Also was weiß ich, irgendwelche Türstopper oder was aus einem Stöpsel aus dem Sanitärbereich oder so. Da muss man nicht unbedingt das Zeug kaufen aus eBay oder so, weil da bezahlt man sich fürs Material. Im Verhältnis zum Material bezahlt man halt sehr viel. Ja, was mache ich jetzt? Ich mache das hier im Rahmen, ein klein bisschen blank, rund um das Loch rum. Dann stecke ich den Stift rein, dass er mittig auf beide Seiten halt gleich rausguckt. Und mache gerade einen kleinen Schweißpunkt auf beide Seiten. Und dann hebt es der Stab wunderbar fest. Und das müsste man aber auch normalerweise nicht schweißen. Man könnte genauso gut hier gehen und hier einen Gewindestab, den man ja auch im Baumarkt kriegt, einen M8-Gewindestab, durchstecke auf die richtige Längenkürze und von innen halt die Muttern so drehe, dass er gut gekontert ist. Das wird genauso gut funktionieren. Wo es gleich ein bisschen schwerer wäre, ohne zu schweißen, wäre hier hinter am Rahmen. Das würde bedeuten, dass man halt zwei kleine Löcher, zwei M6-Löcher hier von oben durchbohren muss und dann das mit Senkkopfschraube irgendwie von oben verschraubt. Und ob das dann auf die Dauer so stabil ist, naja, für den Tank wird es genügen. Wenn ich mich draufsetzen würde, wäre es was anderes. Aber jetzt machen wir erstmal die Vordertankhalterung. Die zwei Schweißpunkte vorne habe ich jetzt gemacht. Der Stab ist richtig positioniert. Solange das abkühlt, mache ich schon mal wieder den Heckrahmen dran, um mir später das insgesamt mit dem Tank und dem Heckrahmen anzuschauen. Der Tank gefällt mir so viel besser, auch wenn jetzt die Feldflasche halt nicht mehr da vorne hinpasst. Und wegen dem Lenkereinschlag und schwer das alles so knapp. Aber so passt alles super. Das könnte sein, dass wir hier nochmal um 1 cm absenken müssen, aber hier wäre auch nicht viel tiefer drauf gesessen. Das muss man jetzt sehen, wie man die Sitzbank halt hier baut. Und ich denke, der Mehraufwand hat sich auf alle Fälle gelohnt, noch um Erfolg dort drauf zu verschwenden sozusagen, den Tank richtig zu positionieren. Ich bin damit zufrieden. Für die, wo jetzt denken, dass der Tank immer noch zu klein ist, die müssen auch daran denken, dass der Heckrahmen gekürzt wird, weil das ursprüngliche Motorrad hat ja, ich sag mal, von hier bis hier noch so eine Art Gepäckträger drauf gehabt und das kommt ja alles weg. Also der Heckrahmen, ich werde ihn wahrscheinlich hier abtrennen, direkt da, wo er angeschweißt ist und werde mal gucken, wie ich das mache. Und wahrscheinlich wird die Sitzbank entweder bis zu dem Bügel dann hier gehen, womit er schon so ein Stück kürzer wäre. Oder ich mache die Sitzbank sogar noch ein Stück kürzer und mache hinten
nochmal wie so ein kleiner angedeuteter Gepäckträger drauf, weil das sieht man eher selten bei Scrambler, also bei den ganz alten Scrambler sieht man es, aber bei denen, ich würde sagen, ich mache jetzt Schluss mit der Erfolg, weil schon sehen die Woche nichts von mir, bis ich das andere jetzt gebaut habe und die nächste Folge geht dann nicht mehr um den Tank, der sitzt jetzt eigentlich so wie ich will, sondern dann geht es um die Wasserkühlung. Ja. Bis zum nächsten Video und tschüss.